Kapitel 27 Kells Prüfung. Die Versammlung lag inzwischen eine Woche zurück und die Ligasaison stand direkt vor ihrem Beginn. Zwar wussten Aurora, Kell und Marshadow selber, wie unwahrscheinlich ihr Erfolg wäre, aber das Ziel wäre natürlich trotzdem der Einzug in die Königsliga. Aurora hatte die Woche zur Recherche genutzt. Zwar käme es natürlich immer auf die Leistung aller anderen Teams an, doch aus den letzten Saisons ergab sich ein Durchschnitt. Ein Team, welches 6 Siege mehr hatte als Niederlagen, war in der Regel recht sicher Teil des großen Endturnieres. Für Rang 51, den besten Rang der Oberliga, wären es 10. Das Ziel müsste es sein, unter die 16 besten Teams der Oberliga zu kommen, damit Polanavatra beim großen Turnier zum Ende der Saison antreten könnte. In diesem traten alle beteiligten Teams gegen ein anderes Team an, wobei der Verlierer eliminiert wurde. Das letzte verbleibende Team konnte in einem Rangkampf gegen Platz 50 der Königsliga antreten. Sollte das Oberliga-Team gewinnen, so würden sie Teil der Königsliga werden, wobei das Königsligenteam absteigen würde. Allerdings gab es auch in der Oberliga schon starke Teams, von denen Aurora glaubte, dass sie die Stärke Polanavatras deutlich übertrafen. Zwar war das Trio strategisch stark und sehr erfahren, was ihnen in ihren Duellen gegen Epsilons Leute viel geholfen hatte. Doch dies würde ihnen nicht gegen jedes Team der Oberliga helfen können. Bereits am ersten Tag der Saison würde Team Polanavatra ihr erstes Duell haben. Zuvor musste Aurora jedoch noch einen wichtigen Test durchführen. Zwar hatte Kell sie zum Sieg führen können, in der Schlacht gegen Darkrai. Doch Ringkampf war nun einmal anders. Zudem würde er hier wohl kaum seine Rüstung abnehmen. Zumindest hoffte Aurora das. Die wichtigste Frage über die Rüstung hatte Aurora bereits am Tag der Versammlung, kurz bevor sie ging, noch mit Amagaga besprochen. Sie hatte ihn gefragt, ob Kell theoretisch überhaupt teilnehmen durfte, wenn es um Ligakämpfe ginge, aufgrund des Vorteils, den die Plot Armor ihnen bringen könnte. Amagaga war, was das anging, jedoch sehr entschlossen. Wenn wir ihm deshalb die Teilnahme verbieten würden, müssten wir auch einem kranken Pokémon verbieten, seine Medizin zu nehmen, weil es diese stärkt. Sobald die Plot Armor komplett ist, müssen wir allerdings noch einmal gucken. Somit war der Tag gekommen, an welchem Aurora Kell einen Test unterzog. War er stark genug, um Team Polanavatra in der Oberliga helfen zu können? Auf Ebene 26 standen beide Teamkollegen im Ring. Also Kell, erst kämpfst du gegen mich, dann gegen Marshadow. Ich gucke mir an, wie es läuft und entscheide danach, okay? Das Arcani nickte bloß, in Gedanken bereits beim ersten Duell. Und dieses begann auch sofort. Aurora sah diesen Test ähnlich wie die Prüfung, welche Team Fossil ihn unterzogen hatte. Sie würde in diesem Duell alles geben, auch wenn Kell ein Freund war. Er sollte sich beweisen. Sofort begann sie wieder einen eisigen Kreis zu ihren Füßen zu bilden. Monagoras hatte diese Technik bereits spüren dürfen, Kell jedoch nicht. Und er kannte sie nicht einmal. Was genau Kell selber tat, verstand Aurora nicht. Er stand einfach nur da und nahm tiefe Atemzüge. Kurz sorgte sie sich, dass die Stimmen in seinem Kopf wieder lauter wurden. Doch ohne Vorwarnung ging er in die Offensive, jedoch ohne direkten Angriff. Allerdings kam der Flammenwurf so plötzlich, dass Auroras einzige Chance, ihm zu entgehen war, die Eissäule unter sich selbst zu kreieren und um sich damit außer Reichweite zu befördern. Damit wurde sie zwar nicht getroffen, hatte jedoch bereits einen ihrer größten Trümpfe offenbaren müssen. Ach, dafür sind die Kreise. Gut zu wissen. Sofort fuhr er fort mit einer Technik, die Aurora bereits von Monagoras kannte. Jedoch hatte sie keine Ahnung, dass Kell so etwas konnte. Felsformationen sprangen aus dem Boden und formten das Feld um. Für einen Moment überlegte Aurora. Hatte Kell auch Erdbeben? Konnte er diese Attacke beherrschen, ohne besessen zu sein?
Selbst wenn er es konnte, zeigte er es jedoch in diesem Moment nicht. Stattdessen richtete er eine Hitzewelle auf seine Felsen, welche nun begann zu glühen. Brennende Felsen waren nicht, was Aurora als Eis-Pokémon gebrauchen konnte. Deswegen entschied sie sich für einen anderen Ansatz. Zwar war ihre Idee recht riskant, vor allem da sie dies noch nie ausprobiert hatte. Doch trotzdem wollte sie es versuchen. Sie begann einen kleinen Mond zu kreieren für ihre Mondgewalt, doch anstatt die Attacke vollständig aufzuladen, sprang sie sofort mit einem Hieb nach vorne und erwischte Kel, der es offensichtlich nicht erwartet hatte. Mit dem Arcani nun nahe dem Risikobereich, wollte Aurora die Technik des Arcani gegen ihn selbst anwenden. Während sie selber sich in die Offensive begab, schoss sie seine Felsen mit einer Eissäule in die Höhe. Als sie im Ansturm jedoch Kels schadenfrohen Ausdruck sah, zögerte sie und fiel damit genau auf den Trick herein. Sofort schoss Kel mit einem Bodycheck voraus und traf Aurora genau. Sie wurde nur Zentimeter zurückgeschleudert, doch damit genau in Reichweite der Felsen, welche sie eben selbst noch in die Höhe geschossen hatte. Ähnlich wie im Duell gegen Monagoras fand sich Aurora in einer recht hilflosen Lage wieder. Doch noch hatte sie eine Idee, auch wenn sie keine Ahnung hatte, ob es funktionieren würde. Gibst du lieber auf oder wollen wir das Ganze gleich beenden? Aurora blieb sicher im Angesicht ihrer scheinbaren Niederlage. Du hast erst gewonnen, wenn der Kampf zu Ende ist. Das solltest du wissen. Noch immer schwebte der Mond am Himmel, welchen Aurora heraufbeschworen hatte. All die Zeit hatte sie einen Teil ihrer Konzentration darauf gelegt, diesen aufrecht zu erhalten. Für eine Situation wie diesen hier. Und nun war alles bereit und sie feuerte den Angriff ab. Doch für den Bruchteil einer Sekunde änderte sich Kels Farbe zu einem metallischen Grau, direkt bevor die Mondgewalt ihn traf. Und als der Orb Kel traf, rührte er sich für einen Bruchteil einer Sekunde nicht von der Stelle. Aurora verstand erst zu spät, was genau Kel getan hatte. Du wolltest es so. Spiegelcape. Mit einem mächtigen Hieb, mächtig wie kaum ein anderer, schleuderte Kel seine Teampartnerin über das gesamte Schlachtfeld und darüber hinaus bis in die Wand der Ebene. Schnell rannte er zur Teamleiterin herüber. Ist alles okay, Aurora? Ich hab doch nicht übertrieben, oder? Etwas durch den Wind erhob das elegante Vulnona sich. Also, gäbe es den schadensmindernden Effekt der Ringe nicht, dann wäre ich jetzt mindestens 2 Wochen kampfunfähig. Aber so geht es. Und du hast mich wirklich komplett ausgespielt, da gibt es nichts gegen zu sagen. Also, den Kampf gegen Mashadow können wir uns sparen, den Test hast du definitiv bestanden. Wir brauchen dich in unserem Team. Unsicher blickte Kel zum Schatten herüber, welcher das Duell von der Seitenlinie beobachtet hatte. Also, wenn du einverstanden wärst, würde ich trotzdem gerne noch gegen dich kämpfen, Mashadow. Es wäre gutes Training und ich habe dich noch nie in einem Ringkampf gesehen. Mit einem erfreuten Ausdruck erhob sich das dritte Mitglied des Teams. Offensichtlich hatte er selber auf ein Duell gehofft. Auf in den Ring, Kel. Zeig mir, was du kannst. Aurora setzte sich an den Rand, um mit anzusehen, ob Kel einen weiteren glorreichen Sieg davontragen könnte. Die Schlacht ging los und sofort war Kel auf eine Sache eingestellt. Er dürfte Mashadow nicht Doppelteam nutzen lassen. Wenn er dies zulassen würde, dann würde er sich schneller außerhalb des Kampffeldes wiederfinden, als er sich umsehen könnte. Deswegen entschied Kel sich für eine sofortige Offensive. Was Mashadow jedoch erwartete, als er sofort im Boden verschwand und zurückschlug. Nun in der Luft war Kel recht wehrlos und vor allem wusste er, diese Zeit würde Mashadow nutzen können, um Kopien von sich selbst zu erschaffen, würde Kel nichts tun. Deswegen versuchte er sich in der Luft sofort auf den Bauch zu drehen und einen Flammenwurf nach unten zu feuern. Mashadow, der gerade zu sehr im Fokus war, wurde getroffen und verlor all die Konzentration, die er hatte. Als Kel landete, konnte er sofort mit einem Krallenhieb nachsetzen und das Leichtgewicht Mashadow sofort in den Risikobereich bringen. Selbstsicher tat er dasselbe, was er zum Anfang des Kampfes gegen Aurora getan hatte. Seine Angriffskraft erhöhen. Doch diese Aktion stellte sich als großer Fehler heraus.
da Mashadow nicht versuchte, panisch schnell aus dem Risikobereich zu entkommen. Stattdessen sah er den Zeitpunkt, den er all die Zeit gesucht hatte. Eine Möglichkeit, ohne Gegenwehr seine Kopien zu erschaffen. Als Kell all seinen Fokus gesammelt hatte, erblickte er um sich herum 10 Mashadows. Zwar erkannte er sofort den echten, nämlich den einzigen im Risikobereich. Doch es half ihm nicht weiter, da er nun von allen Seiten bombardiert wurde. Genau eine Option, sah Kell in diesem Moment. Eine Option, welche Aurora bereits erwartet hatte, jedoch nicht zu Gesicht bekam. Wenn er den gesamten Raum traf, mit seinem Erdbeben, konnte er problemlos alle Kopien vernichten. Zumindest beinahe. 2 der Kopien befanden sich in der Luft, als das Erdbeben den Raum erschütterte und den echten Mashadow zu Fall brachte. Wieder stürzte Kell sofort offensiv auf Mashadow zu und ein weiteres Mal stellte sich dieser Übermut als Fehler heraus. Denn während Kells Fokus alleine auf dem Original lag, traf ein Spukball einer Kopie ihn mitten in die Seite und brachte ihn zum Wanken. Sofort richtete der wahre Schattenkrieger sich auf und mit einem Hieb, welchen die andere verbleibende Kopie durch einen eigenen ergänzte, wurde Kell in den Risikobereich gestoßen. Panisch rollte er sofort aus der Zone heraus. Doch verfing sich sofort in dunklen Ketten, welche auf dem Boden lagen. Je mehr Kell versuchte sich zu befreien, desto mehr verfing er sich. Er konnte nur zusehen, wie Mashadow die Anzahl seiner Kopien wieder auf 10 aufstockte und eine der 10 sich ihm näherte. Schachmatt, Kollege. Es gab nichts, was Kell noch tun konnte, und um dem ersten Treffer zu entgehen, welcher, wie so oft in der Schlacht gegen Mashadow, zu unzähligen weiteren führte. Und bevor er sich versah, war Kell wieder außerhalb des Kampffeldes und hatte verloren. Mashadow tauchte neben ihm aus den Schatten auf und hielt ihm eine Hand hin, während die Kopien alle verschwanden. Versuche weniger aus Instinkt zu handeln und mehr als aus Strategie. Du machst dich selber berechenbarer als nötig. Kell griff nach Mashadows Hand und warf seinen Teamkollegen zu Boden, anstatt selber aufzustehen. Und du glaubst, dass ich bei Kampfende Frieden schließe? Lachend erhob er sich, während Aurora sich zu ihrem Team gesellte. Ja, du bleibst weiterhin der Stärkste im Team, Mashadow. Jetzt muss ich mich nur anstrengen, nicht selber wegzufallen. Weniger über Kell erfreut als das Akani selber, erhob sich nun auch Mashadow wieder. Daran glaube ich nicht. Dafür bist du zu lernwillig. Aber auch falls so etwas geschehen sollte, solange du sportlicher bleibst als Kell, hier ist alles gut. Na komm, jetzt sei doch nicht so. Doch, ich bin jetzt so. Normalerweise würde Aurora bei einem Streit wie diesem einschreiten. Doch sie selber sah die Ironie in den Worten beider und war eher amüsiert als besorgt. Also Mashadow, ich denke, wir sind uns einig, Kell wieder aufzunehmen, oder? Der Angesprochene wandte sich von seinem Streitgespräch ab und gab seine Antwort. Sind wir. Aber auch wenn wir das nicht wären, wäre es scheißegal. Denn du bist die Teamleiterin. Zwar stimmte Aurora nicht ganz zu, dass es wirklich egal sein sollte, was er dachte, aber das ignorierte sie erst einmal. Also dann, willkommen zurück, Kell. Morgen haben wir unser erstes Duell und wollen, denke ich mal, unseren ersten Sieg holen. Ich habe mich ein wenig über unsere Gegner schlau gemacht und wenn du die Runde absitzt, Mashadow, dann sollten wir gewinnen. Shellterra, Reptan und Zazenia, eine Flawlap-Pflanzen-Kombi. Es wäre nur unpraktisch, wenn ich gegen Zazenia kämpfen müsste. Kell sah die Lage ausnahmsweise optimistisch. Ähnlich wie Aurora selbst. Es ist eine 1-3 Chance. Und selbst wenn du gegen ihn kämpfen müsstest, gewinnen kannst du auch das. Auch Mashadow schien einverstanden. Jedoch mit einer eigenartigen Bemerkung. Solltet ihr euch aber in einer kritischen Lage wiederfinden, greift gerne auf mich zurück. Auch ihr kennt noch nicht alles, was ich kann. Team Polana Watra war nun wieder vollständig und bereit, in der Liga Geschichte zu schreiben.